Und somit herzlich willkommen YouTube und Internet zur Forstwirtschaft 2017, die Simulation. Das wäre aber mein zweiter Versuch. Oder eigentlich war nicht sogar der, oder? Nee, zweite. Wir laden das Spiel, quatschen erstmal nicht rum, ich zeige euch gleich alles im Spiel. Ich habe hier schon mal vorher getestet. Hab's mir ein bisschen angeschaut, damit ich euch einfach das ein bisschen sicherer präsentieren kann. Und dachte, hey, komm, das kannst du jetzt mal so mitnehmen. Ich bin gerade ein bisschen am Zweifeln, ob ich jetzt die Musik laufen lassen kann oder nicht. Gehen wir mal davon aus. Bam. Okay, das zur Musik. Das ist Dolly, unser formschönes Pferd. Die kannst du nutzen, um Baumschön aus dem Wald und Sägewerk zu bringen. Na, das war die Säge. Ja, braves Pferd. Ja, Dolly ist ein sogenanntes Rückgepferd und ich zeige euch mal, wie das Ganze funktioniert. Ne? Also so von den Animationen her finde ich das schon mal gar nicht verkehrt. Sieht eigentlich schon ganz gut aus. Es geht eigentlich in diesem Spiel darum, eigentlich schon fast selbsterklärend, dass wir uns um den Forst kümmern und quasi Bäume fällen. Und die können wir jetzt, wir verkaufen jetzt direkt dann halt und später können wir dann ja, die auch verarbeiten und verarbeiten lassen mit Angestellten. Wie das genau funktioniert, das weiß ich noch nicht, soweit bin ich noch nicht. Aber wir haben schon ein paar Level gemacht und die Level sind dafür da, also wir haben hier dann so Fähigkeitspunkte, ich habe jetzt hier nochmal zwei über und die können wir dann halt in den verschiedenen Sachen reinpacken. Charisma, die Löhne werden günstiger, ist ja auch krass. Frühaufsteher wäre sicherlich mal nicht verkehrt, da würde ich jetzt nochmal eininvestieren und hier, Geizhals. So. Wer hat gesagt, das passt? Ich habe hier auch eine Ego-Perspektive. Warte mal, die ist hier. Und da kann ich dann halt auch nebenlaufen. Ich finde, es sieht ganz passabel aus. So. Ja. Geht aktuell noch. Ich packe jetzt hier mal die Säge aus. Die von Steel ist und verdammt laut. Und ja, der Sound. Okay. Es soll hier grün angezeigt werden und dann kann ich an der markierten Stelle. Bam. Halt dann sägen man so die Animation vom Umfallen, finde ich noch ganz nett. So, jetzt kann ich das hier noch entasten. Das hört sich ein bisschen komisch an. Ups. So. Und wenn der Stamm jetzt nicht so schwer ist, dann kann Dolly den auch ziehen. Wir probieren das mal. Manchmal steht es ein bisschen komisch, da haut dann irgendwie die Physik nicht so ganz hin. Ups. Das war ich jetzt aus Versehen. Ist aber nicht immer so. Also man hat auch eine Rückwärts-G-Animation. Also es ist schon nicht schlecht gemacht. Dafür, dass es wahrscheinlich wieder diese Unity-Engine ist. So, jetzt muss ich A drücken. Hm. Ja, kann sein, dass es der Stamm da im Weg ist. Das ist natürlich jetzt gerade ein bisschen doof. Dann nehmen wir halt die andere Seite. Oh, ist hier durchgebrochen. Das ist schlecht. So, jetzt habe ich ihn. Da wird dann so ein Flock quasi reingehauen, so eine Kette. Und dann geht das halt los. Wir traben jetzt mal zurück. Und jetzt ohne Scheiß, also ich finde, das sieht ganz nett aus. Wir haben in der Hand übrigens eine Taschenlampe, die wir dann auch in der Nacht benutzen können. Und die wackelt dann halt auch so, je nachdem, wie ihr dann geht. Das war irgendwie Perspektive. Ich drücke mal den falschen Knopf. Schatten sieht auch nett aus. Gefällt mir ganz gut. Ja, und hier so diese ganzen Gebäude, die hier so zum Teil rumstehen. Da kann man einen Teil von mieten dann. Das zeige ich aber gleich nochmal. Gucken wir erstmal diesen Stamm. Ich habe auch ein bisschen was gespart schon.
Da musste Dolly schon einiges für tun und wie gesagt, das habt ihr jetzt verpasst, ne? Ich dachte immer, ich guck mal, ob er noch aufnimmt. Moment. Ja, sieht gut aus. Ich weiß auch nicht, was da schon wieder los war. Manchmal ist es echt zum Haare raufen. Es gibt echt nichts Ärgerlicheres. Aber naja, das lag nicht am Spiel. So, jetzt haben wir den verkauft, ne? Gibt auch verschiedene Baumstammarten. Ich mache mal eben die Karte, vergrößere ich jetzt mal. Ich spiele es aktuell hier mit dem Xbox-Controller. Und an Bäumen gibt es die Kiefer, Fichte, Buche und Eiche. Sind hier dann grün markiert, wo ich dann fällen kann. Und da sieht man jetzt diese Garage, wo das Auto ist. Das habe ich gepachtet aktuell schon. Und dann gibt es noch ein Motel. Da kannst du halt die schlafen legen ab 19 Uhr. Und ja, oben dann halt der Makler an sich. Gut. Man kann auch die Tasten wie ASD benutzen. Hier kann ich auch schnell laufen, also wie beim Shooter quasi. Ich wollte mal gucken, ob man hier rein kann. Nee, kann man nicht. Okay. Sieht aber so von der Optik her alles ganz nett gemacht. Ja, wie erkläre ich euch die Schritte? Wir gehen mal zum Makler. Da drüben habe ich ordentlich gefällt, wie man sieht. So, hier ist das Maklergebäude. Und gucken wir mal, was man jetzt hier machen kann. Also jetzt habe ich hier zum Level 3, ne, ist jetzt gepachtet. Die Garage für 250 Credits am Tag. Ab Level 6 könnten wir noch ein Homeoffice, dann kann man Mitarbeiter einstellen und Aufträge entgegennehmen. Und das geht dann halt so weiter. Also Motivation ist erstmal da, auf jeden Fall. Gebäude kann man ja nur nach oben laufen, da gibt es dann... Ja, okay, komm. Dann machen wir es mal eben. Das ist aber jetzt nicht spielrelevant. Also hier oben könntest du halt auch mal rumlaufen, wenn man möchte. So, wir haben jetzt 20.831. Wir gucken mal, was wir uns dafür kaufen können. Na, es wird auch erst angezeigt, wenn du wirklich die Garagen hier gemietet hast. Vorher kommst du in dieses Menü gar nicht rein. So, den haben wir gekauft. Man kann den auch hier zurücksetzen. Ich würde mal sagen, ja, ich weiß es nicht genau, wie das Ganze funktioniert. Es gibt kein großartiges Tutorial. Das einzige Tutorial, was es gibt, kann ich euch mal zeigen. Das ist, wenn du die Taste F1 drückst, dann hast du halt hier ja, so ein bisschen was nochmal erklärt, aber nicht wirklich viel. Und warte mal, wie komme ich hier raus? Achso, irgendeine Taste drücken. Gehen wir hier nochmal rein. Weil was ich mich jetzt frage, was kann ich jetzt den kaufen und dann den dahinter hängen? Aber eigentlich ja nicht, weil der keine Hydraulik. Aber was soll denn der sonst für einen Sinn machen? Na, das ist dann die nächste Frage. Ich würde aber fast sagen, wir wollen ja alles mal benutzen. Von daher kaufe ich jetzt mal den Traktor. Und wir nehmen dazu... Diesen Greifer, ich vermute mal, der wird hinten dran geklickt. Ne? Das Ding können wir uns ja jetzt eh noch nicht leisten. Und haben jetzt halt noch 1000 über. Ich habe keine Ahnung, wo das Ding jetzt rumsteht. Irgendwo, ach da. Ist das mein Traktor? Sieht fast so aus. Ja, das ist mein Traktor. Sieht ein bisschen aus wie ein Linden. Man sieht, es wird jetzt langsam dunkel. Wir werden dann vielleicht auch gleich mal schlafen gehen, dann habt ihr das auch mal gesehen. Jo, den kennen wir ja schon vom Modell her. So, Licht einschalten mit B. Und der hat schon mal ein viel besseres Licht als wie heißt denn der jetzt? Die Landwirtschaft 2017, die Simulation. Es kommt jetzt auch nicht direkt aus dem Schein voraus, aber ich habe wenigstens den Kegel nach vorne und nicht so in der Breite. Ne? Das finde ich jetzt nochmal ganz gut. Wir gehen mal rein. Gut, wir haben jetzt... Oh je. Okay. reden wir nicht drüber? Oder wieso bewegt sich das Lenkrad nicht? Das finde ich jetzt ein bisschen arg schade. Okay. Ja, also von innen fahren, da regst du dich eigentlich nur auf.
Arbeitsmodus? Hm. Keine Ahnung, was er dann im Arbeitsmodus macht. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt mal in unser Zimmerchen und lassen uns mal wieder Tag werden. Habe ich noch ein anderes Licht? Nee, ich habe nur ein Licht. So, und hier vorne müsste eigentlich, ja, genau. Hier können wir uns schlafen legen. Auch schade, Bremslicht kommt nicht aus den Leuchten, sondern ist irgendwie nur auf der Fläche gemacht, ne? Also auch nicht so prickelnd. Bup, ist er aus. So, das sieht noch ganz niedlich aus. Finde ich auch ganz nett, dass man hier wenigstens so reingehen kann, dass auch die Tür aufgeht und so. Da haben wir noch einen Kühlschrank stehen, aber der geht nicht, oder? Will ich den irgendwie aufmachen? Nee. Und da ist jetzt mein Bett und da können wir jetzt den Tag beenden. Okay, dann sieht man hier die Einnahmen und tja, wir haben leichten Verlust gemacht. Was wir jetzt mal suchen müssen, ist auch die Badewanne, das Klo sollte dringend mal, oh, reden wir nicht drüber. So, es ist also 9.57 Uhr, wenn man das weiter skillt, denke ich mal, kann man auch noch früher anfangen zu arbeiten. Ja, die Innenansicht ist wirklich... zum Piepen. Von außen sieht es auch noch ganz nett aus. So, wir suchen... Ich habe keine Ahnung, wo unser Greifer steht. Fangen wir mal suchen. Denn den brauchen wir ja jetzt. Das Rundumlicht geht leider nicht. Das ist anscheinend defekt. So. Weil ansonsten noch von der Spielidee finde ich schon ganz gut, ne? Dass du so Gebäude pachten musst und so. Ja, bloß ich verstehe mal nicht, warum das manchmal immer so, was heißt manchmal oder oft, dann doch lieblos umgesetzt ist. Ich meine, so die Ansätze sind da, der Traktor ist jetzt nicht schlecht, wenn man jetzt so mehr auf Simulation, also vielmehr auf die Wirtschaftssimulation geht, wenn das jetzt wirklich so sein sollte. Wir haben auch hier ein paar Fahrspuren. Die Frage ist jetzt halt nur, wo ist mein Greifer? Hier sieht man jetzt noch einen Haken, aber es ist ja eigentlich wahrscheinlich mein Pferd. Ja. Ich habe den noch gekauft. Da steht nichts. So, ich gehe jetzt nochmal gucken. Ich kann das Ding ja auch zurücksetzen. Oder ist hier irgendwas drin? Ich werde sofort suchen. Ja. Ach so. Das muss ich aber nur ausrüsten. Das muss ich gar nicht abholen. Dann ist der wahrscheinlich jetzt direkt am Traktor dran und ich kann es dann hier auch wieder abhängen. Aha. Okay. Jetzt ist auch hier noch Stützen dran. Ich frage mich nur, was ich damit mache, weil ich würde jetzt den damit aus dem Wald schleppen oder soll ich dann damit den anderen Anhänger beladen oder ist es dann in den LKW zugeladen oder so? Ich meine, ich habe hier drüben, glaube ich, noch einen Stamm rumliegen. Da macht wahrscheinlich jetzt auch der Arbeitsmodus dann Sinn, ne? Mal rückwärts. So, jetzt gehe ich mal in den Arbeitsmodus. Okay, drücken wir mal die Kamera. Arm bewegen. Also es ist, bewegt sich nicht schlecht, aber Arm vorwärts bewegen. Okay, und kann ich das Ding jetzt auch drehen?
So sehe ich gar nichts. Senken. Ich will ja dran gewöhnen, YouTube. Moment. So, und jetzt könnte ich doch. Ich kann das Ding nicht drehen, das ist jetzt mein Problem. Überhaupt mal sehen, wie das rausfahren, das macht er jetzt selbstständig, das habe ich ihm jetzt nicht gesagt. Und der geht auch nicht weiter runter. Hä? Doch, jetzt absinken. Also zumindest kann er den rumschieben, aber ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt den. Wenn ich den jetzt vorne drehen könnte, dann wäre das hier überhaupt kein Problem. Kann ich aber nicht. Und der Sound hört sich an, wie als wenn ich, keine Ahnung, im Gras rumrenne oder so. Nee. Muss ich mich nochmal anders positionieren. Fahrmodus. So. Tja, ich habe es mir irgendwie ein bisschen einfacher vorgestellt. So, Arbeitsmodus. Wenn ich jetzt so daneben gehe, dann. Warte mal, jetzt müsste es doch klappen, oder? Nee. Jetzt bleib ich. Ey, seht ihr das? Der ist. Komm ich denn hier anders dran hier mit der Sicht? Ist jetzt auch nicht so leicht. Pass auf, guck mal, der schiebt sich einfach. Wisst ihr das? Du kriegst mich nicht! Nö, sag mal, das ist doch. Das wird jetzt echt. Leute. Also, wir müssten ja wenigstens jetzt mal. Also, gut, so. Ich schneide es hier nochmal ein Stück ab, vielleicht liegt es ja daran. Ja. Dieser Sound macht mich irgendwie nervös. Ich möchte gerne mal die Kamera anders. So. Nee. Ja, ich glaube, wir nehmen doch lieber das Pferd, weil. Nee, also diese Scheiße tue ich mir jetzt nicht an, das tut mir leid. Also das ist wirklich, nee, was soll denn sowas? Ne, das ist, ich meine, es ist hier eine Forstsimulation. Ne? Das muss doch wenigstens dieser Stamm mal liegen bleiben, dass ich den kriege. Ich meine, ich habe ja schon nicht so hohe Ansprüche, aber das ist doch Scheiße. Das macht doch so keinen Spaß. So, da kommt das Drecksding jetzt wieder weg. Ups. Ich kann ihn aber auch nicht verkaufen, ne? Ich kann nur abhängen. Schade eigentlich.
So, denn wir haben jetzt kein Geld mehr und ich kann jetzt. Ach, das ist doch jetzt Mist. Jetzt muss ich doch wieder mit Dolly los. Und dass es gleich dunkel ist. Können wir den Traktor wenigstens dazu benutzen, um nach Hause zu fahren und eine Runde zu schlafen. Können wir mal ein Licht anmachen. Tja. Wenn ich irgendwas falsch mache, könnt ihr gerne reinschreiben und mir mal Tipps geben. Ich bin ja, vielleicht bin ich, nee, zu, ich, das ging nicht anders. Dass der Stamm sich dann einfach wegdreht, das heißt wegdreht, der haut ja quasi ab. Ne? So, minus 350, super. Ja, das glaube ich jetzt nicht. So. Landschaftsmäßig ist es ganz nett. Da vorne habe ich auch noch ein Reststück liegen. Ja, ich muss mal sehen. Also vielleicht mache ich dann mit Dolly nochmal ein, zwei Sachen, dass wir uns dann diesen Anhänger leisten können. Gucken wir uns das noch an und wenn das dann auch nicht funktioniert, dann war es das für mich. Was ich sehr schade fände, weil eigentlich würde ich das ganz gerne mal sehen mit den Arbeitern und so weiter, wie man das erreicht. Aber jetzt alles dann per Fuhrwerk, das mir dann. Naja, vielleicht kommt ja noch ein Patch. Hoffen wir mal, könnt ihr sagen. YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen und lasst mal eine Meinung da. Und ja, also. Ich bin da echt sehr positiv rangegangen. Jetzt, wie gesagt, das finde ich ärgerlich. Da freut man sich drauf, dass du darauf hin ackerst für den Traktor und dann für so ein Ding da und dann funktioniert es nicht. Ich meine, gut, klar, es ist wahrscheinlich eh falsch, weil wir damit eigentlich nur aufladen, denke ich mal, auf den LKW, aber trotzdem muss das ja jetzt schon funktionieren, ne? Denn wenn der Stamm da liegt, dann will ich den auch mal, davon abgesehen, dass ich jetzt ach komm, beim nächsten Mal reden wir mehr. Okay, macht's gut, YouTube, ciao.